Mag's nicht, wenn die Nachbarn unangekündigt zu Besuch kommen. Go, go, go. Aber das ist bei Pico Slava unten. Ja, ja, nein, ist schon in Cerno. Also ich komme gerade von Osten nach Cerno. Ja, wir haben noch 4 Klicks hin. Aber ich muss zugeben, das war jetzt was? 1,5 Stunden Arbeit, Cemo. Wir sind jetzt ziemlich weit gekommen. Wir haben ein paar Sachen zahm gekauft, ein paar Sachen zahm geholzt und installiert. Ja, wenn du bedenkst, dass eigentlich nur ich in den 1,5 Stunden gejobbt habe und wir haben jetzt da ein Drittel. Ein Drittel von der Base haben wir umzäunt. Ja, aber wie viele Walls ich noch gebaut habe. Ich habe noch 2 Drittel bei der einen zum Vervollständigen. Ein Drittel noch rechts, also eine Wall. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Walls habe ich gebaut in 1,5 Stunden. 7 1/3 Walls oder 7 volle? Sieben volle Walls insgesamt. Bist du deppert, oder? Du warst ja fleißig. Ja, was heißt? Na, wir haben. Hast du immer eine ganze Wall gebaut und dann hingepflanzt? Nein, er hat gejobbt wie ein blöder Urfühlwut, weil wir gerade Crowbar hatten. Dann habe ich ihm die Crowbar gebracht und dann. Ob er die ganze Wall aus diesen Dreierteilen zuerst gebaut hat und dann die ganze Wall hingepflanzt hat oder jedes. Ja, ganze Wall. Nur die eine, wo du nur ein Drittel gebaut hast. Hier habe ich vervollständigt mit 2x1/3. Ja, aber das ist also macht einen Unterschied von der Höhe, ob du jetzt 3x1/3 oder Nein, es ist dieselbe, genau dieselbe Höhe. Wenn du es genau platzierst, die Drittelstücke aufeinander, dass sie, weißt du, perfekt aufeinander, so millimeterweise. Wisst ihr was? Ich habe eine Idee, weil diese eine Wall bei dem Hochstand, die geht ja fast bis zum Boden vom Hochstand hin. Mhm. Also da ist ein Spalt dazwischen. Wir könnten das so machen, wir lassen die Wall also die, allgemein die ganze Wall drum und bei der Höhe und ganz oben platzieren wir noch ein nur so eine Wall aus Stockis, dieses Zaun ist dieser nach dem Motto das so kannst du auch machen platzieren. Das sieht sehr cool aus, das ist eigentlich keine schlechte Idee, weil wir haben jetzt die Stockizäune haben wir umgefahren beim Eingang, damit wir gescheit die Walls platzieren können und die Einfahrt von der Garage, weil außerdem schaut es auch deppert aus, wenn die da durchstehen. Habt ihr es geschafft, auch das, wo ich schon platziert habe? Ja. Ja, das habe ich ja als erstes fertig gebaut. Nein, aber ich meine, umzufahren. Bin einfach nur die Kante von, also vom nördlichsten Tower bin ich einfach nur die Kante angefahren, damit diese Holzdinger wegfallen, weil das nächste Mal, wenn der Server resettet, sind die eh weg. Und Daniel hat dort eine fette Wall platziert, einfach so eine, weißt du, die aus 3 einzelnen Dritteln besteht, also von daher. Okay, wir sind gleich beim Westende von Cerno. Wir sind fast bei der Tankstelle. Ich auch gleich beim Westende, also ich renn schon aus. Bin gerade in dem Vorort, im westlichen von Cerno. Wir sind jetzt bei der Tankstelle. Ja, wir fahren jetzt genau bei der Tankstelle vorbei. Ja, ich renne hier auf der Hauptstraße, in der Winter Hatchet. Das erste gleich, was ich finde. Schau mir das erste an. Ja, hör auf, wir wollten bauen und haben keine Crowbars gefunden, dann finde ich endlich ein fucking Hatchet, Alter, und sonst nichts. Ah, da fuhren seid ihr schon. Ah, da bist du. Ah, ich seid schon. Aber dann gleich rauf noch. Ja, Stadi. Aber fass du, Pansy. Ich muss wieder kurz schiefen gehen. Du sagst mir an, oder was? Warte, ich steig. Warte. Zute. Ja, ich blute. Bin am Driver Seat. Oh, hat sie Zute. Oder jobst sie um? Jobst du sie um? Hast du Bandagen? Ja. Verschiebe mich gerade. Nimm dir gleich die AK aus meinem Rucksack raus und was habe ich noch einstecken, ich weiß gar nicht. Eine AK habe ich, 3 Mags und das Knädel. Morphium kannst du auch einmal nehmen. Und Etto Tool Belt. Taschenlampe wegschmeißen.
beben. Na? Jetzt geht. Ah nein, er schließt instant wieder. Was? Kennst du den Bug? Ach so. Wo den Rucksack instant wieder schließt. Steigt mal ein, das könnt ihr alles oben machen, wenn wir einkaufen. Warte, es ist 2:35, ich muss morgen hackeln. Go, go, go. Sag's mal, wenn's drinnen seid, Jack, du sagst an. Du fährst einfach in Cerno rein und Jemek weiß eh die Straße, die in den Norden rausführt. Genau, genau. Alle drin? Ja, ja. Vor allem Norden aus der Stadt raus, bei der Hauptstraße. Man kann dir eh ansagen, wo du abbiegen musst und dann folgst du der Straße geradeaus einfach nur nach Narasino. Das ist. Ja, du musst mal nur sagen, wann ich wo abbiegen muss. Noch weiter. Da jetzt die was links rauf, dann die nächste. Oder? Ja, da kommt jetzt eine Straße. Nimm mal die. Ich glaube, die ist es, oder? Ist es die? Ich sehe nämlich nichts davon. Ja, das ist die, die in den Norden führt. Passt, 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 passt. Genau die richtige, ja. Boah, wir sind auf einer Straße. Ich sehe Sterne. Wirklich? Ja, ich habe festgestellt vorhin, also wie es langsam dunkel geworden ist, wie wir angefangen haben mit dem Scheiß, bin ich losgelaufen, um Crowbars zu befolgen. Und da war es noch so ein bisschen zwielichtig, aber dadurch, dass mein Char kaum mehr Blut hatte, war alles schon urweich gespült und so schwarz-weiß. Ich wusste nicht, ist es jetzt schon so finster und ist deshalb schwarz-weiß oder what the fuck geht da jetzt ab? Hier kommt jetzt eine T-Kreuzung, wo du auf eine einspurige Asphaltstraße abbiegen musst, glaube ich, nach rechts. Nein, er kann eigentlich die Straße, wenn er sie geradeaus fährt, kann er durch Nadezino geradeaus fahren. Und du folgst einfach der Strafe weiter. Du kommst dann nach Rogobo und erst bei Rogobo ist die T-Kreuzung, wo du nach rechts abbiegst und dann bist du eh schon in Stari. Aber du musst noch, genau, das müsste jetzt gerade Sino sein. Oh, hier kommt der geile Jump, oder? Ja. Kenne ich und so, aber wenn ich runterschaue, ich würde nicht mal erkennen, dass da irgendwo eine Straße ist. Es ist ja auch nur so eine Straße, ist ja schon mal drin. Naja, es ist schon planiert, ja. Also. Asphalt. Naja, Asphalt ist auf alle Fälle. Also der Straße folgen kannst du. Ja, die Straße einfach den Straßenverlauf weiter, genau. Oh, ich sehe dich durch ein Gebäude, bist du deppert. Warte! Ja, ich mich auch. Das hat gerade voll geglitscht bei mir. War nur ein Zorn. Aber bei dir war es wenigstens nur ein Zorn. Bei uns war es das ganze Gebäude. Ja, ich wollte gerade sagen, bei mir war es echt im Moment oder das ganze scheiß Gebäude weg. Ja, das müsste jetzt. Ende Nadezino sein, oder? Oh, Achtung, das ist. Nein, du wurdest einfach. Bist du gelähmt, oder? Du wärst fast auf das Auto aufgefahren. Ja, ich hab's leider zu spät gesehen und da liegt gleich das nächste Drum auf der Straße. So, 2,7 Klicks. Ja, die nächste Ortschaft, die wir reinkommen, ist Rogobo und du fährst in Rogobo ein und bist gleich in einer T-Kreuzung und dort rechts abbiegen und dann bist du eh schon auf dem Weg nach Stari. Wir haben noch einen Coyote Backpack bei uns in der Base Channel. Okay. Also Equip Pistol. Und ich glaube Stanak unter Kamex. Ich werde wahrscheinlich eben schon. Stanak unter Kamex haben wir bis zur Vergasung, Alter. Aber Kamex müssten 30 um safe sein. Ich glaube auch. Aber wenn ihr den ganzen. Wände gekauft habst, dann muss es ja über flott gehen. Nein, ich wollte ehrlich gesagt das Garagentor kaufen, weil das Garagentor. Ja, Chassis gebaut am nächsten. Das Garagentor baust du aus drei großen Wänden zusammen.
Ich habe mir gedacht, aus einer großen Wand drei normale Wände. Du hast die Drittelwände, die werden zu einer Small Wall und drei Small Walls sind eine Large Wall. Genau, so rum. Aus einer Large Wall kannst du dann einen Doorway machen, also einen normalen Eingang, ein Window Frame oder so eine Einfahrt. Oder noch irgendwas. Ja, und ich habe mir gedacht. Large Wall, oder wie large ist denn die? Ich weiß es nicht, aber ich habe mir gedacht. Aus drei solchen Dingen, oder what the fuck? Ja, aber ich habe mir gedacht, bevor wir das drei Walls verheizen für die Garage, dort zahle ich lieber die 3 Unzen Gold einfach. Das ist so wurscht, weil 3 Unzen Gold gehen. Aber was ich blöd finde, ist eine normale Wall, also so eine. Muss ich jetzt nach Rogovo reinfahren, nach links? Ja, nach Rogovo rein, genau. Nach Rogovo rein und dann dort drin direkt. Was noch? Nein, rechts, rechts, nein, scheiße, sorry, da war's rechts. Oder? Ja. Ich hab extra gefragt, ob ich nach Rogovo reinfahren muss. Auf der Map hat's ausgeschaut, als wäre das in der Stadt, aber ist es doch nicht, oder? Ja, jetzt bist du richtig, genau. Jetzt kommt diese scheiß Doppelkurve da. Sind sie mir gleich da. Aber was wollte ich sagen? Ja, nur eine Wall, die aus so drei Eindrittelteilen besteht, kostet 2 Unzen Gold. Und die Garage Door kostet 3 Unzen Gold. Das ist überhaupt kein Verhältnis. Und ich wollte eine Garage Door kaufen, hatte aber zu viel Gold in meinem Inventar und kaufe 2. Und dann habe ich das Scheißteil nicht für genug Knädel verhökern können, weil er kommt. Naja, du musst einfach nur bewegen, naja, aber gib dir mal das Verhältnis. Er verkauft dir die Garage Door um 3 Unzen Gold. Ja. Aber wenn du sie verkaufst. Kaufst ab für 6. Für 6. Genau. Das ist so behindert einfach nur. Boah, du bist. Kaufst dir ab für 6. Ja. 6 Gold. Das heißt, du kriegst ein Fünftel zurück. Das ist lächerlich einfach nur. Aber ich hoffe, dass dieses eine Hurenkind nicht schon wieder jetzt da ist. Vorhin, wie ich darauf gegangen bin, um Crowbars zu kaufen und noch Equip, ist irgend so ein Hurenkind, das die ganze Zeit versucht, mir aus dem Rucksack zu paddeln. Echt, ich stelle mich hin, um was zu kaufen. Zack, er ist hinter mir und ich höre schon wieder Reißverschluss auf. Jetzt spring auf, renn schnell weg. Denk mal, okay, er hat eh nichts gepaddelt. Warte, okay, er geht weg, knie mich wieder hin, um was zu kaufen, zack, und wieder ist er in meinem Rucksack drin, Alter. Ich hasse das. Okay, da jetzt, glaube ich, rechts und die nächste dann links. Aber es dürfte eh niemand mehr wirklich am Server. Naja, da musst du alles aus deinem Rucksack rausnehmen. Ja, das Problem ist, oh, die hättest du da jetzt links, oder? Ja. Ja, schieb zurück, ist wurscht. Das geht's ja aus. Ja, fahr da querfeld ein. Genau, da auf dem Platz und lass ihn da stehen. Ich spähne ihn ab. Spähen ab, ich laufe hinunter in die Stielgranate und schau nach, ob dort unten Plywood vielleicht gespawnt ist, weil das tut's manchmal. Passt. So, was hat da einer gedroppt? Essen, okay. Mitnehmen. Naja, das darfst du aber essen. Scheiße, hier ist ein Bus. Schaut sich mal um. Ja, hier ist ein Player. Brauch mal. Bist du der Survivor bei mir? Ja. Okay. Haben wir eine Toolbox für Pschemo? Es ist eine Toolbox, eine Hatchet und eine Crowbar im Safe. Ich habe eine im Rucksack. Okay. Ich habe noch immer nichts bei dir. Warte, was soll ich dir reinlegen? Achso, warte, ich muss. Ich weiß nicht. Ja, ich muss zuerst den Goldkoffer aufmachen, oder? Wahrscheinlich. Ja. Warte. Remove eine Unze Gold, ja. Papier brauchen wir. Schau nur, dass da keiner zu nahe kommt, der irgendwas bauen will, Alter, die Hurenkinder. So. Und zerschmelzen brauche ich halt Toolbox. Ja, ich schmelz dir schon auf. Bevor ihr dann abhaut, versuche ich, nachdem der Typ bei dir paddelt hat. Ja, es ist eh nicht derselbe. Ich meine, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil er hatte keinen Namen stehen und. Nur wie gesagt, da der Hurenkind taucht auf. So.
Ich hau dir gleich in deinen Rucksack, hau ich dir Gold rein und du kannst dann die Sachen kaufen. Irgendeiner mit einer Enfield. Ja. So. Open. So, wie viel Gold brauchst du? Oder? Probe müssen wir auch, oder? Da hast du 4. Kauf dir deine Night Vision mal. Ja, wer ist das mit der Hatchet? Keine Ahnung. Ich nicht. Keiner von uns. Alter, pass auf, dass der dir nicht aus dem Rucksack irgendwas rausbadelt. Der rennt da mit der Hatchet herum, oder? Wie da irgend so ein Hurenkind das versucht, ihr Ding zu kann er gerne versuchen, Alter, ich hab nichts im Rucksack. Naja, ich hab dir das Gold gerade reingegeben. Ich hab's rausgenommen. Ja, und ich hab 2 Briefcases bei mir im Rucksack, Alter. Er hat dir mit der Hatchet gerade ernsthaft versucht, auf dich einzuschlagen. Ja, er versucht die ganze Zeit einzuchoppen. Versuchst, glaube ich, eher was zu badeln. Und da ist noch einer im Ghillie-Suit. Das bin ich, der gerade reinkommen ist im Ghillie-Suit. Der gerade auf mich zugeht hier außen? Ja, das bin ich. Oh. Pass auf, dass der dir nicht versucht, irgendwas auf dem Toolbox Ding. Muss ich noch kaufen. Crowbar und Toolbox haben wir, wie gesagt. Achso, Crowbar und Toolbox. Ja, Crowbar, Toolbox und Hatchet ist in der Base. Brauch ja eh nichts, oder? Ich brauch ja auch nicht. Ja, Alter, dieses Hurenkind geht mir auf den Keks, Alter. Diese Lappen, die da immer versuchen, die irgendwas rauszustirbeln. Das ist der? Ja, der mit der Hand. Da ist noch einer im Anzug. Partisan ist da. Partisan ist der Typ im Anzug. Der hat schon mir. Hast du mir was aus dem Rucksack badelt, dem Typen mit der Hedge? Ja. Was hast du denn rausbadelt? Der AKS, Alter. Der Typ mit der Hatchet hat sich jetzt nur hinkokkelt. Ja, beobachtet. Ich habe eine AK-107 PSO mit einem Mac. Hast du deine AK verkauft oder was? Ich habe gar keine AK. Achso, hast du dir nicht die AK aus meinem Rucksack genommen? Nein. Bist du jetzt wieder hinter mir, Pansy? Ja, ich bin hinter dir. Hast du die MK-17 oder 16? Ich habe die MK-17. Kann ich die AK verchecken? Ja klar. MK17 sitzt ja. Da kommt Partisan wieder. Wer von euch hustet? Ich glaube mein Schaf. Damit wissen wir schon einmal, wer der zweite Typ ist. Habt ihr eure Nametags ausgeschalten, oder? Ja. Wir sollten hier abhauen. Achso, ihr habt die Nametags beide ausgeschaltet, oder? Ich glaube schon. Ja. Ich weiß es nicht. Siehst du einen Nametag bei mir, Daniel? Ich hab dich friendly geaddet, also. Ab einer gewissen Distanz sehe ich's. Jetzt choppt er ernsthaft aus dem Truck rum. Du Kura. Kann er unseren Truck kaputt machen? Nein. Er choppt bei unseren Truck. Ja, er hat gerade auf den Truck gechoppt, aber ich würde mich jetzt in den Truck hauen und einfach wegfahren. Ja, dann hockt er sich vielleicht mit rein. Ja, schaut. Warte, ist er beim Truck? Warte, ich schau. Nein, ist hinten. Nein. Ich sperre den Truck jetzt auf, rennt hin, einer vorne, einer hinten, steigt's ein und go. Truck ist offen. Ja, Sekunde, ich lauf gerade am Partisan vorbei. Partisan steht immer noch da, schaut mal jetzt nach. Partisan ist der Suit Guy. Steig nicht ein, sondern renn um den Truck herum. Wieso soll ich nicht einsteigen? Ja, wo ist Pschemo? Keine Ahnung, wo ist Pschemo? Hast du zugesperrt? Hinten. Bis. Okay, geh weg vom Truck. Warte. Achtung, er kommt zum Truck. Ja, er kann gern zum Truck kommen, oder? Fahr einfach weg. Sag's mir, warte, ich renn zur Hauptstraße. Ja. Pschemo, hast du schon Night Vision? Ja. Wo seid ihr jetzt beide? Mir folgt keiner. Ja, der Typ im Suit steht noch hier. Den anderen habe ich gerade versucht umzufahren, hat nicht funktioniert. Ich laufe gerade die Straße runter. Ich bin noch in der Safe Zone. Bleib hier kurz stehen, kurz vor Schildgranate. Ich bin direkt vor dir. Ja, steig ein. Stopp. Bleib stehen. Ja, bin schon stehen geblieben. Wo bist du, Schemmer? Ich bin auf der Hauptstraße Richtung. Drehen.
Also Richtung Tscherno. Warte, da rennen irgendwie die Zuten nach. Ich bin jetzt rechts abgebogen. Das bin ich wahrscheinlich. Du bist rechts abgebogen. Ja. Die andere ja. Straße. Bleib stehen und lauf runter. Naja, ich bin ja südlich von euch gewesen. Ich weiß nicht, ob da ist schon gestanden, Exit Safe Area. Ja. Schau mal, wo bist du? Ich sehe ihn ehrlich gesagt nicht. Fahrt's mal raus aus der City. Hast du Night Vision? Fahr einfach mal weiter. Okay, wir fahren jetzt nach Norden. Wir treten jetzt ab. Nein, ich bin fahren. Jetzt Richtung Süden unterwegs. Die Straße, die wir reingekommen sind. Ah, ich sehe dich, warte, bleib. Genau. Da vorne kannst du stehen bleiben. Was für ein Screenshot, Alter. Er will nur, dass wir was zurückschreiben, das unsere Namen hat. What the fuck? Bisschen glitschig die Straße, ne? Aber es hat jetzt 20 Minuten gedauert. Gibt's auf dem Server jetzt eine Regel, dass man nicht ballen darf? Anscheinend. Man steht das ja ein Friendly Server für alle Hurenkinder. Ja, wenn sie es schaffen, dann sollen sie mich rückbannen. Ist es vor allem, was für ein Screenshot? Was soll der Screenshot beweisen? Er bekommt ja keine Anzeige, dass sein Rucksack geöffnet wurde. Der stimmt eigentlich. Er bekommt gar keine Anzeige, dass irgendwas mit seinem Rucksack ist. Und sofern sein Screenshot nicht imstande ist, Sounds aufzuzeichnen, wie du gerade den Rucksack öffnest. Vielleicht gibt's ja Logfiles, wo wer klickt. Hey, wenn der Typ mit einer Hatchet rumrennt, dann bin ich davon ausgegangen, dass er die AK nicht mehr braucht. Warte, bleib stehen. Schau, hau die 107er da irgendwo am Weg weg. Warum? Er hat verkauft, oder? Na, wohl nicht. Nein, hau sie da jetzt einfach irgendwo weg, weil wenn die Admins in den Logfiles nach sind, wenn er 107er hat, bleib stehen, Jack. Gibt's keine. Die Frage ist halt, ob sie nachverfolgen können, wie sich die. Nein, das glaube ich nicht. Die Waffen wechseln so schnell. Die Waffen wechseln so schnell in den Besitzer. Ich glaube nicht, dass sie nachverfolgen können, wer wann welche Waffe aufgehoben hat, wo was gedroppt wird. Überleg mal, die Logfile würde explodieren bei 50 Playern. Ja, das denke ich mir auch. Wie detailliert die Logfiles sind. Nur außerdem wird da sicher nicht jeden, der eine AK-107 hat, diese löschen. Weil das sind sicher nicht wenige. Es sind 6 Player online jetzt gerade, ja. Er sagt einfach. Der labert Scheiße. Der Typ schaut auf die Uhr. Ist mir doch scheißegal, ich hab's jetzt weggehauen, die bringt eh keinen Knädel. Das ist ein bisschen Knädel. Ich wollte halt nur dem Typen rausbaddeln. Weil er deppert rumgechoppt hat. Ja. Und wenn sie mich bannen, dann ja, meine Güte. Ach, wait. Auf dem nächsten Server. Beim nächsten Mal nenne ich mich wieder um. Dann passt es. Boah, ich glaube, mein Char hustet schon wieder. Kann das sein? Ich meine, ich höre den. Offensichtlich meiner kann es nicht sein. Ja, das war ich höre immer wieder so einen komischen Sound, aber ich weiß jetzt nicht, ob das meiner ist, der hustet oder what the fuck da abgeht. Ich höre gar keinen Sound. Also kein Hust-Sound. As soon as administrators will enter into game, they about it learn. Oh, jetzt hat er hier Knecke. Soll ich ihn ein bisschen trollen? Na, wo nicht. Lass es, sonst nimmt er noch an, dass es einer von uns war. Lass ihn.
Lass ihn labern, er will ja eh nur eine Reaktion haben. Dann sagt er, ja, die Typen haben zurückgeschrieben, dass von dir die es gebadet haben. Oh, warte mal. Ich hab da gar nichts zurück, oder? Ich glaube, ich weiß, wie du das mit dem Nametags auf umgehen kannst. Ich weiß ja nicht. Wow! Nein, du kannst das umgehen. Wie? Er zeigt dir den Namen nicht an. Ja? Ja. So, gut. Ich scroll über dich drüber und sag, Ed is friendly. Dann steht dein Name da. Ja, ich glaube nicht, dass er das gemacht hat. Soll er wohl gemacht haben. Ja, sonst würde er im Chat schon trollen. Ich weiß, du hast mir die Waffe geklaut. Nee, er hat keine Ahnung, wer die Waffe gebadelt hat. Der hat wirklich keine Ahnung. Du kannst nicht mal, wenn sie keine Logfiles haben, können sie es nicht beweisen. Vor allem, wie gesagt, wenn er wüsste, wer es ihm gebadelt hat, würde er sich ja trollen. So, also, ja, ich weiß genau, bla bla bla, Pink Unicorn, du hast sie geklaut, bla bla bla. Was die meisten Kinder machen, wenn sie sich so aufregen. Aber er hat kein Wort erwähnt, wer es war. Er hat nur gefragt, wer es hat und warum ihm irgendwer das Ding gebadelt hat. Der hat keine Ahnung, wer das war. Also da würde ich glauben, da sind wir auf der Safe Side. Also. Ja, warte mal, die Straße jetzt, oder? Ja. Obscheinbar, jetzt siehst du gleich die neue und verbesserte Base. Base 2.0. Naja, ich würde sie 1.4 nennen. 2.0 ist sie, wenn es fertig ist. Ich hoffe, die Wände bleiben jetzt stehen, die so teilweise in die Steinmauer reingehen. Das wissen wir spätestens heute Abend. Ja, wenn der Server resettet, Vollgas. Ich glaube, das ist jetzt die dritte Tour, die ich nach Stari gemacht habe mit dem Truck und der Tank ist noch immer auf. Ich weiß nicht. Ist, glaube ich, nur ein Siebtel runtergegangen, nicht einmal. Und ich fahre ihn aber oft mit Shift. Ich bin auch nur mit Shift draufgefahren. Ist der Skydödel noch da? Sind wir gerade vorbeigefahren dran oder waren wir schon? Jetzt müsste der Skydödel, oder? Ich sehe ihn nicht mehr, ich glaube, die haben ihn entfernt, ja. Oder? Ja, warte, dass der weg ist. Die haben sich gedacht, oh scheiße, bevor die auch unsere Base wegbomben, entfernen wir sie komplett lieber von der Map. Aber ich muss zugeben, die DW-Typen tun mir ein bisschen leid, aber sie haben so mühselig versucht, die Base zu bauen mit urvielen Vehicles, Choppern. Aber dafür gibt es auch Ben. Und wir haben sie so weggebombt, oder? Und schau, wenn sie nicht nachvollziehen können, wer sie weggebombt hat. Weil sie müssten nachverfolgen können, wer Satchel Chargers gekauft hat. Weil es kaufen sich nachvollzogen. Sie glauben, das ist diese andere Klasse. Ja, aber ich sage ja, wenn sie nicht nachvollziehen können, wer Satchel Chargers geklaut hat, dann können sie auch nicht nachvollziehen, wer um, keine Ahnung, 2.40 Uhr irgendwem ab fucking AK-107 aus dem Backpack geklaut hat. Das ist ihnen so wurscht. Okay, ich spendiere eine Runde Antibiotika, wenn wir in der Base sind, weil mein Schal ist, glaube ich, wirklich krank. Ich verstehe das nicht, ich habe schon zweimal Antibiotika eingeworfen und meine Temperatur ist noch immer nice, also. Oh, sind wir schon da? Ja, wir sind gerade an unserer Ausfahrt vorbei. So. Aber weißt du, was das Tolle ist? Jetzt weiß ich wenigstens, welche zwei an uns vorbeigefahren sind. Mit dem Van, meinst du, oder was? Ja, nein, das ist nicht unsere Ausfahrt, oder? Doch. Nein. Das ist Komodoro. Das ist Komodoro. Ja, ich war jetzt nur verwirrt, weil ich mir gedacht habe. Ja, die Base war ja nicht mal links. Gegnerische. Ja, stimmt. Ich war, ja, das, irgendwie habe ich es komplett vergessen, weil ich habe nur keinen Marker gesetzt. Das ist so schwierig, oder wenn du normal fährst, also ohne Map und ohne den ganzen Scheiß und du die Straßen merkst und dann mal mit Map es gewohnt bist, dann checkst du nicht mehr, okay, welche Ausfahrt nimmst du, wo musst du hinfahren. Ja, die haben die Base liegen lassen, da wird nichts mehr reinbaut.
Ich sehe gerade, da ist einiges weggesprengt. Ja, ich habe ja gesagt, Leute, sie haben aus der Wand, haben sie oben was rausgesprengt. Das war nicht wir. Weil wir haben oben kein Loch in die Wand gesprengt. Wir haben das Wirkel gesprengt und das ist durch die Decke geflogen. Vielleicht gab es wirklich Krieg während unserer Abwesenheit. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber awesome wäre es auf alle Fälle. Hm. Vielleicht soll irgendwann das nächste Mal, wenn wir wieder einen Chopper haben sollten, so die Stadt oben besuchen und schauen, wie die da ausschaut. Vielleicht ist die auch ein bisschen wenig. Was ist jetzt? Jetzt kannst du abbiegen gleich. Ah, sie ist schon die Base. Urness. Aber ist doch ursweet, oder? Warte, ich pack den Wagen nur vorne Eingang. Wunderschön die Zäune umfahren. Vollgas. Aber da links, da müsst ihr noch ein bisschen umfahren. Ja, ja, das passt schon. Schau. Open Door, oder? Kennst? Muss man da auch irgendwas eingeben, oder? Nein. Nein. Wir haben ja kein Combination Lock gehabt, ums... Ich leg mich wieder da gegenüber in den Busch. Und was machen wir? Wir können weiter basteln, Leute. Ich hau nur das restliche Gold und den restlichen Crap da in den... Auch das Gold rein. Da nehmen wir die Crowbar. Toolbox. Ah, den Petrol Pack. Der ist gut. So, ich bin mal draußen. Kannst du ihn hier wieder locken? Ja. Hm. Hast du Dinge rausgeholt? Im Shack sind noch Sachen zu. Ich habe jetzt Toolbox, Hatchet und Crowbar. Reicht das? Voll. Weichen, ja. Also sollte rauchen. Ich meine, ich schau gerade. Ich habe kein E-Tool. Also ich habe nichts mit E-Tool gebaut. Ich weiß nicht, ob Danny eins hat. Oh, hast du dich schon ausgelockt, Pansy? Mhm. Ja. Sonst hätte ich gesagt, lass uns noch dein E-Tool da, falls wir es brauchen. Wenn wir es brauchen, dann fahren wir wieder. Tschüss, wie die zu den Heizen. Kann ich noch die nächste AK paddeln. Achso, hattest du noch irgendwelche Walls, die du nicht verbaut hast, oder? Nein, alles, was ich nicht verbaut habe, ist im Shack drinnen. Passt. Okay, also... Scheint nicht... Mein V geht nicht mehr. Ja. Ich hatte das vorhin auch, das spackt. Ja, aber wenn du raus willst, geh doch einfach durch die Tür durch. Oder? Und Job vielleicht ein bisschen weiter bergauf Bäume, weil das hier, oder ich habe schon zu Danny gemeint, wir müssen uns alle reloggen, damit wir hier die Bäume gescheit sehen, damit wir weiter die Wände bauen können. Wobei ich habe mir eh gedacht, dass wir zuerst die Wände hier Richtung Ground Level weiterbauen. Aber eigentlich schaut das mit der Mauer, also mit der Wall hier bei dem Stein die gut aus. Oder? Was sagst du, Gemma? Dabei schaut es eigentlich ganz leibend aus. Ja. Ja, das. Wie Fortress. Ja, ich habe jetzt gemeint, es schaut wirklich aus wie eine Fortress mit diesen zwei Tauern da links und rechts beim Eingang. Die Indianer kommen! Close the door! Arm off! Ja, tomorrow! Bye-bye! Es schaut nicht so arg aus wie die bei Berezino, aber irgendwie hat sie was Eigenes. Vollgas! Vor allem, wenn da jemand was wegspringt. Die Reparaturkosten sind nichts Besonderes. Die Reparaturkosten sind ein Bibifax, oder? Das zahlt sich erst recht nicht auszusprengen, weil... Na, überhaupt nicht. Ich meine, ich glaube, du kannst es sogar niederfahren mit dem Auto. Ich bin mir nicht sicher. So, Pschemo, ich bin gleich wieder da. Ich muss nur kurz dringend schiffen, oder? Krabbel da mal in den Wooden Shed rein. Ich hoffe, der Wooden Shed bleibt stehen.
Weil wir haben geplant, dass wir die Wall so setzen, dass der Wooden Shed komplett gecovert wird von außen. Vielleicht mit einem Fenster, das du rausheizen kannst. Aber schauen wir mal. Das Häusl, wo du dich verkriechen kannst. Was? Das Häusl, wo du dich verkriechen kannst. Vollgas. Wir müssen noch ein Blumsklo bauen. Kann man eh bauen. Aber das Schöne ist, jetzt kannst du wenigstens auf die Treppe raufgehen, auf diese Plattform, die du gebaut hast, ohne Probleme. Und du könntest dort oben um das Ganze drumherum, wenn du eine Plattform für einen Heli baust, noch so ein Drittel Wände bauen, dass wenn du aussteigst, du dich zumindest hinlegen kannst und sie nicht gleich auf dich schießen können. Frage, glaubst du, kann man von das Häusl irgendwie entfernen? Welches Häusl? Das hier? Nein, ich habe schon versucht. Auch dagegen fahren und so? Das habe ich noch nicht gemacht, aber jetzt haben wir die Ding schon reingebaut, die Garage, und jetzt komme ich mit dem Truck nicht mehr rein. Ich hätte es vorhin machen sollen, nur ich habe mir gedacht, wenn ich da reinschwenke, weil die äußeren Wände schon gestanden sind, also die zwei Wände... Ich habe das nur fehlplatziert, wenn du da nur reinkriegen kannst. Ja, es ist eh wurscht. Das ist sowas von Blunzen. Wie gesagt, wenn wir mal die Wände fertig haben, dann brauchst du eh nicht in den Wooden Shed reingehen, sondern du lockst dich einfach so normal drin im Stehen aus. Machst das Garagentor zu und gib mir... Alter, der Baum gibt 7. Ich bin gleich wieder da. Ja.